aber so richtig ausrasten. Nicht durcheinander reden. Dein Teil dürfen wir nicht bewegen. Ich mach ein bisschen Platz. Also du musst halt vermitteln, dass Early Boy, hör auf zu springen. Wir geil sind. Nicht bewegen! Nicht bewegen, weil sonst leckt. Early Boy, setz Wer dich da jetzt die Antwort. Mann, du behältst eure Scheißkind, setz dich auf deinen Scheißarsch! Können wir. Ja. Mein Name ist Kate. Ja. Hast du noch runter, okay. Damit das cooler kommt? Drei. Zwei. Halt doch eins. Bitte Ruhe jetzt. 3, 2, 1. Herzlich willkommen zu Minecraft Novus. Wow! Hallo, hallo! Hallo. Hallo. Das hat noch Schokopudding. Schokopudding. Okay. Süßigkeiten, Nutella. Okay. Soll ich mich ein bisschen weniger anhören wie ein Radiosprecher? Ja, oder wie ein Werbe? Okay. Okay. Darf ich nicht anmoderieren oder so? Kannst du machen, los ist okay. 3, 2, 1. Jeder darf einmal. Ich bin Novus! Hallo Jungs und willkommen zu Minecraft Novus. Nehme ich auf keinen Fall. Ey, lass mal, wir sind ja schon zu behindert, dass wir uns alle richtig aufstellen, aber lass mal versuchen, alle gleichzeitig eine Ammo zu machen. Servus Leute, okay. Was geht? Servus. Aber dann auch dieselben Worte. Dieselben Worte dann. Das müssen wir hier was sagen. Servus Leute, MC Novus ist back. Okay, warum Servus? Sag mal. Sollen wir einfach sagen, herzlich willkommen zu Minecraft Novus? Ja, einfach moin, moin. Herzlich willkommen zu Minecraft Novus! Und damit hallo und herzlich willkommen zu Minecraft Novus jetzt nochmal hier zu unserer ersten richtigen Aufnahme. Zusammen mit Veni nehme ich noch heute die erste Folge auf. Hallo! Na, Leute, das ist unser erstes, kommt auch für euch wahrscheinlich fast aus dem Nichts, weil ich habe gar nichts dazu gesagt. Minecraft Novus, das neue Gemeinschaftsprojekt mit ganz schön vielen Leuten. Sturmwaffel ist dabei, Revi ist dabei, Veni, wie ihr sehen könnt, ist dabei, Zander, Skate, Spark, Zinus. Und da steht Early Boy. Early Boy steht da vorne, Kev ist dabei, also richtig viele Leute. Was sind hier alles für Mods dabei, Veni? Was machen wir hier alles? Es sind sehr viele Mods. Also ich glaube, an die 170 Mods haben wir in dem. Es ist das Bevo Tech Pack, was wir ein bisschen abgeändert haben noch. Und es ist ein richtig großes Modpack. Also es ist nochmal einiges größer als das, was wir in Mark damals hatten. Und es kann auf jeden Fall spannend werden. Es ist so ein ähnliches Projekt wie Mark Mega Projekt. Und deswegen haben wir auch unsere Grundstücke schon. Und ich würde sagen, da gehen wir als nächstes hin, oder? Würde ich auch sagen. Leute, ihr seht hier, das hier vorne, das ist das einzige vorgebaute Gebäude. Das ist die Arena. Da drin sind auch ein paar, nicht Spawns, sind ein paar Portale, zum Beispiel zur Farmwelt. Und, genau. Und es wird Kämpfe mit Lucky Blocks sind. Genau, Lucky Blocks sind hier drin in dem Modpack. Und es wird immer wieder so Turniere geben, wo man Lucky Blocks gewinnen kann und so vorankommen kann. Ansonsten sehr viel eben so ähnlich wie das Megaprojekt eigentlich. Also es ist keine Nachfolge von irgendeinem bestimmten Projekt oder so, sondern es ist hier einfach so ein eigenes, für sich stehendes, cooles Projekt, wo wir, glaube ich, sehr lange, sehr viel Spaß mit dabei haben werden. Und einige Leute sind eben dabei. Ja, alle habt ihr, oder fast alle habt ihr gesehen. Izzy ist auch noch dabei. Fast alle habt ihr gesehen am Anfang eben, gerade eben kurz. Genau. Schön aufgereiht waren, wie beim Klassenfoto. Und ansonsten sind nur die Grundstücke vorgebaut. Straßen gibt es auch noch nicht. Die werden wir selbst noch mal irgendwann bauen. Aber ich glaube, unsere beiden Grundstücke sind eben nebeneinander. Deswegen nehmen wir auch heute auf. Und das ist, glaube ich, deins? Nee, das ist deins. Also ich habe meins schon erkannt, das weil meins hat halt ein Loch direkt beim Eingang. Also du kannst hier schön reingehen, das gibt es bei mir halt nicht. Das ist meins, direkt mit aufgespießten Kopf, Leute, hier. Und du hast voll viel Schweine. Guck dir das an. Und das ist direkt Rubber Trees hier. Oh, Rubber Trees gibt es, wie beim Megaprojekt sogar zwei Sorten. Guck mal, das ist die eine und die andere habe ich hier vorne irgendwo gerade gesehen, wo wir runtergelaufen sind. Wo war denn das? Wow. Ich glaube hier irgendwo. Ich glaube da oben auf dem Baum, auf dem Berg war das irgendwo noch. Und das ist direkt voll viel Schweine, du hast alles. Sehr gut, weil wir wollen uns gleich direkt mal ausrüsten. Wo war der Rubber Tree? Der eine habe ich jetzt noch gar nicht erkannt. Ist das hier ein Rubber Tree? Ja genau, und da, ich habe jetzt gerade einen zweiten gefunden. Das ist der aus dem Megaprojekt, guck mal. Der hier bei mir. Ja, genau, das kenne ich. Da muss man nämlich die mit dem. Oh, ich habe kurz hier noch ein paar Lecks, weil das will ich auch noch legen. Das sind diese Rubberwood. Genau den kenne ich noch aus dem Megaprojekt. Den muss man halt so abschöpfen, dann kann man Kabel machen. So. Es ist alles ein bisschen technikfokussiert, aber es gibt eben alles Mögliche. Ich überlege gerade, wie ging das denn? Wie kann man dieses Holzding nochmal craften? Oder wie heißt das nochmal, dieses Ding? Irgend so ein Abschürfding, ne? Aber ich weiß ja, irgend so wie ein Rohr sah das aus. Halt. So als würdest du Harz aus dem Baum rausnehmen. Ist ja halt mit dem Gummi auch so, ne? Ich habe auch eine. Und. Geklaut! Ach ja! Eines haben wir noch. Da. Sorry fürs Klauen, aber ich will dir was zeigen. Das habe ich nämlich herausgefunden, was es gibt hier in dem Modpack, was mega nice ist. Also okay. Nur so eine Kleinigkeit, aber trotzdem hier. Nämlich einen Pocket Crafting Table. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Nee. Den macht man so. Und da kann man hier im Inventar, Leute, kann man direkt craften. Also kann man einfach überall mitnehmen und dann damit craften. Wie hast du den gemacht? Ich werf den mal hin. Das auch machen.
Aber mit Rechtsklick kannst du dann machen. Echt? Rückkraft gegeben. Oh cool, dann kannst du einfach hier drin craften. Das ist sogar ein kleines Inventar auch noch. Das ist ja besser als ein Backpack. Ich glaube, das Inventar ist das normale Inventar, was man. Stimmt, ja, das ist das normale, ja. Da legst du das in der Aber man kann halt direkt craften. Das ist aber echt cool, ja. Und wie hast du den gecraftet? Einfach nur ein Crafting Table und dann machst du noch ein Stick da in der Ecke davon, unten links. Oh, das ist cool. Muss ich mir auch direkt holen. Super easy zu craften. Den Rubberwood Tree lasse ich erstmal stehen. Oh, das ist auch Rubberwood. Ach, direkt zwei Rubberwood. Dann baue ich den hier mal ab. Dein Grundstück ist ja direkt in der Nähe. Wollen wir es noch kurz angucken? Ja, können wir machen. Wie gesagt, also Skate hat da, glaube ich, beim Einrichten der Grundstücke hat bei mir ein bisschen getrollt. Wo bist denn du? Das schaue ich mir da rein. Ich baue einmal den Baum fertig ab und dann machen wir weiter bei dir. Wir sind auf jeden Fall beide hier ungefähr auch beim Fluss gelegen. Ihr seht oben rechts die Map. Achso, das wollte ich auch noch umstellen. Dass die Map nicht gerade ist, die über der Facecam, Leute. Kann ich die schnell umstellen? Hier seht ihr die Map ungefähr. Hier sind die ganzen Grundstücke. Das ist die Arena. Hier sind so verschiedene Grundstücke mit den schwarzen Umrissen. Könnt ihr vielleicht so ganz knapp sehen. Und bei den Einstellungen schaue ich mal für die nächste Folge, Leute. Erstmal mache ich einfach die Facecam nach links. Das geht ja auch. Die Notlösung. Und dann hier unten ist eben, das seht ihr auf der Minimap auch schon, ist hier eben ein Fluss. Und an dem Fluss hier gelegen. Und du bist, glaube ich, in diese Richtung hier. Ja, und warte, ich hab gerade rausgefunden, ich stehe ja gerade bei dem Baum noch, ich habe nämlich rausgefunden, wie man dieses Ding jetzt craftet. Tree Tap heißt das. Guck mal. Ja, genau, Tree Tap, genau. Jetzt kann ich mir den Rubber hier nehmen. Zack. Nice. Das ist direkt, und wenn man irgendwas erreicht, Leute, bekommen hier Raketen. Ja, genau. Kriegst du, glaube ich, auch, wenn du den Rubber einsammelst, oder? Oder musst du dazu den Baum abzapfen? Hast du den Rubber so abgesammelt oder brauchst du mal einen Tree-Tap dafür? Ich hab das Tree-Tap verwendet, aber hier liegt es einer, da kriegst du aber nichts, ne? Nee. Oh, die haben sich schon Schwerter gemacht, die kriegen gerade das Achievement für ein Schwert. Aber lass mal zu meinem Grundstück gehen, oder? Ja, lass mal. Das ist hier unten direkt. Müssen wir nur noch einen Wald hier kurz. Oh, ich weiß nicht, was. Rubber brauchen wir auf jeden Fall für die ganzen Technik-Sachen. Das Kabel brauchst du immer. Also, das ist super gut, dass wir das schon da haben. So, das ist hier mein Grundstück dann. Ja. Also, hier kann man ja safe reingehen, aber es gibt ja überall einen Eingang, ne? Also, das hat ja dein Grundstück auch und der ist hier vorne beim Glowstone. Und das ist richtig fies gemacht hier. Da kann man das will ich sehen, den Eingang. Ja, da komme ich mal lieber außerhalb vom Grundstück an. Alles da hier. Das ist richtig böse. Warum? Und hier gibt's Bären, guck mal. Direkt ein Bärenbusch. Bären. Ah, ja, war richtig geile Essensgeräusche dabei. Ah, du hast das Soundpack drin, ne? Ja, ich hab das Soundpack. Oh, da kommt ein Zombie mit Schwert. Vorsicht. Okay. Sind die stark in den Schwert? Ich weiß es nicht, ich habe keine Ahnung. Aber der hat auch Rüstung und ich weiß gar nicht, was das für ein Schwert ist. Ich würde ihn gerne töten, aber ich habe halt keine Waffe, so müssen wir mit der Hand. Droppt er dann das Schwert? Kann sein, ich denke schon. Ja, du hast auch keine Lebensanzeige, ne? Drei Herzenschaden macht er. Nee, habe ich nicht. Okay. Oh, drei Herzenschaden ist. Es geht aber noch. Nicht super viel, aber auch nicht super wenig. Wir haben halt keine Rüstung an, ne? Dafür geht's eigentlich. Ja, eben. Oh, du hast noch ein Achievement bekommen. Von einfach so. Sky of Beginn für Blumenpflücken, glaube ich, ne? Oh, da. Der hat eine Hose gedroppt, oder? Echt? Ich glaube schon, du hast die. Ja! Steel Leggings! Nice! Die ist so gut wie Eisen, glaube ich. Das ist cool. Guck mal, da ist fast gar nicht. Da haben wir nur so ein bisschen so die nötigsten Bereiche geschützt. Alles klar. Okay, cool. Okay, ein paar Bären haben wir. Genau, das ist direkt eine erste Nahrungsquelle. Aber ich würde sagen, wir holen uns noch ein paar Schweine und müssen dann direkt in die Farmwelt gehen, dass wir uns ein bisschen Zeug holen. Ja. Wir müssen ja echt eine Menge bauen dann. Das macht Sinn. Wie lange dürfen die Folgen überhaupt sein bei dem Projekt hier? Wir haben ein Kontingent von einer Minutenanzahl pro Woche. Und das kann man so aufteilen, wenn man jeden Tag eine Folge bringt, je 20 Minuten. Okay, was heißt mal 7 mal 20 Minuten? Und zusätzlich hast du auch Streaming-Zeit? Zusätzlich hat man Streaming, Okay. Und das Streaming ist eben so aufgeteilt, man hat in der ersten Woche, in den ersten zwei Wochen 2 Stunden und das erhöht sich dann immer weiter. So, dass man halt nicht direkt durchrusht, sondern halt mit der Zeit halt immer schneller wird. Weil später dauern die Sachen. Oh, guck mal, hier ist eine Aura-Note. Das ist cool. Hier, siehst du das? Ich baue nicht voll schnell ab hier. Siehst du das vor mir hier in der Luft? Dieses leicht durchsichtige? Direkt vor mir. Du stehst genau drinnen. Auf dem Kopf hier, Das ist von Thormcraft, von dem Update. Das ist so eine Aura-Note und da brauchst du diese Goggles of Revealing. Dann kannst du die aussaugen und dann kriegst du die Magie von denen. Ah, okay. Das ist wie so ein Fleck auf der Linse, sieht das aus. Ja, genau. Ist echt so. Ah, oh, was ist da hinten gespawnt? Guck mal. Das sieht aus wie ein Blaze, siehst du das? Oh ja, das ist auch die Blaze. Das ist die Blaze-Textur auf jeden Fall. Ja, aber der ist halt weiß. Was macht der? Du hast eine Hose guten Tag. An. Ich mach mir mal ein Schwert. Macht der viel Schaden? Nicht super viel, aber er schießt auf jeden Fall halt. Okay. Das habe ich nicht mitgerechnet. Wow, der schießt Feuerbälle! Echt? Oh, warte mal, ich hab ein Schwert, ich schleich mich an. Und einen bekommt noch sehr davon. Mach ihn kaputt. Oh Gott. Das ist echt wie ein Mini-Blaze halt. Oder er ist eigentlich genauso groß. Oh, der hält aber viel aus. Ja. Jetzt ist er tot, oder? Nee, lebt noch. Der stirbt halt nicht. Jetzt ist er über dem Wasser, ich glaube, den kriegen wir nicht, oder? Doch. Bring rauf. Mach ihn kaputt. Wow. Ich hab ihn wieder an Land geboxt. Alter, der macht so ein bisschen was Schaden. Oh, er ist tot.
Was hat er gedroppt? Irgendwie nix, glaube ich. Hä, aber was war das für ein Teil? Es ist echt interessant. Gibt so viele Mobs, die man einfach nicht kennt, doch. Ja. Nicht schlecht. Und hier sind direkt Schweine. Ich glaube, da hole ich mir direkt mal ein paar. Ich habe eine Gurke, die kann ich auch essen. Aber es gibt alles gar nichts an. Oder fast immer nur so ein halbes Ding hier. Ich esse alles, was ich habe, auf jeden Fall. Zucchini auch noch. Ich kann das Schwein gar nicht schlagen für lauter Blumen. So, und dann crafte ich mir auch mal hier ein paar. Was ist das? Guck mal. Was? Hinter dir. Guck mal. Ja? Hä? Hä, macht der Schaden? Ich glaube schon. Ja, macht er. Viel? Geht. Okay. Wow, hier ist noch einer. Oh, Leute, ich folge alle dir. Was haben die denn gegen mich? Ich weiß nicht. Aber der hat wieder Rüstung, vielleicht droppt der für mich auch eine Hose. Mach einfach weiter, ich crafte mir derzeit ein Schwert. So, und eine Spitzhacke mit uns nochmal Steine abholen. Entweder mache ich gar keinen Schaden oder die halten mega viel aus, die Dinger. Beides wahrscheinlich. Boah, da kommt noch ein Zombie von hinten. Oh, ich bin fast tot. Hopp. Oh Gott. Einer, der erste ist down, der andere ist auch down. Nice. Beide sind down. Oh, noch einer. Noch einer. Boah. Wir kommen ja richtig hier Feuerwerke wegen dem Achievements. Du hast irgendwas Blaues bekommen, was war das? Hab ich? Nee, du, oder? Ja? Oder war das nur eine Blume? Ich habe nur eine blaue Blume, sonst habe ich nichts Blaues. Hä, irgendwie mache ich überhaupt keinen Schaden. Was ist mit meinem Schwert? Aber mein Schwert ist kaputt, das war ein Anzeigefehler. Oh, deswegen habe ich keinen Schaden gemacht. Ich dachte mir schon. Ja, du hast bei mir aber nichts in der Hand gehabt. Ja, habe ich mich auch schon gewundert. Oh. Lass mal kurz gucken, ob wir irgendwo ein paar Steine herbekommen, damit wir uns die ganz basic Sachen machen können. Und dann gehen wir eigentlich direkt. Ja, würde ich auch sagen. Wir können ja bei meinem Eingang vom Grundstück gucken, weil da kommen wir direkt runter zur Höhle. Ja, stimmt. Ja, dann machen wir es einmal. Dann machen wir auch kurz einen Ofen, dann können wir ein bisschen Fleisch schon mal braten vielleicht. Ja, genau. Und wir sollten den Viechern hier ausweichen. Hier ist auch ein Skelett mit Rüstung, das könnte gefährlich werden. Oh ja. Oh. Ich habe wirklich ein paar Lecks. Hast du gar keine Lecks hier? Doch, ein bisschen, ja. Ganz komisch, weil ich habe eigentlich 64, 66 FPS und manchmal habe ich so einen Stand. Ja, das Modpack ist halt auch so riesig, ne? Das ist halt auch das Ding. Mal schauen, also werden wir auch noch ein bisschen in den nächsten Folgen hier ein bisschen beheben auf jeden Fall, dass es noch ein bisschen besser wird. Ja, so, ich habe mir mal eine Pickaxe gemacht. Ich schau mal gerade, wo komme ich da am besten rum. Ja, ich habe auch schon Pickaxe mit, ich habe schon eine fertige Steinpickaxe. Sehr schön. Jetzt im Moment. Ah, okay, dein Inventar wird aber ein bisschen verkleinert, weil das Crafting-Feld sozusagen die rechte Hälfte ist. Also ja, genau, wenn du da craftest, dann hast du das, glaube ich, besetzt. Ah, praktisch. Okay. So, boah, die Skelette haben auch alle Rüstung, das ist echt brutal, also ohne Zeug kann man gegen die nicht wirklich viel machen. So, eine Spitzhacke und dann mache ich mir noch mal 8 Schwert, kann ich noch gar nicht. So, aber ich habe eben ein paar merkwürdige Sounds hier, Leute, aber das ist wegen dem Soundpack. Mal gucken, finde ich das gut oder nicht, könnt ihr mir aber mal schreiben, dann kann ich es mal rausnehmen oder drin lassen oder dabei behalten. Ich finde es für die ersten paar Folgen zumindest mal ganz witzig, das zu haben, so. So nice, dass man im Inventar craften kann. Finde ich sehr, sehr schön. Ist echt praktisch, ne? Dann stellt man sich nicht über eine Workbench, die dann halt direkt nur im Weg steht. Eben, die man dann wieder vergisst und so und man erstmal machen muss auch. Aber ich habe aus Reflex direkt eine gemacht, wieder eine Workbench, weil ich nicht gewohnt bin, das zu benutzen. Okay, ich habe ein Schwert, ich habe auch einen Ofen. Okay, sehr gut. Siehst du irgendwo Kohle? Haben wir irgendwo Kohle hier? Nee, aber wir können einfach Steinkohle machen. Warte mal, hier drüben vielleicht? Holzkohle meine ich. Oh, hier, guck mal, hier ist direkt Eisen. Nice. Ah, und da unten in dieser Höhle haben die meinen Kopf hingemacht, guck mal. Und hier sind auch alles mögliche an neuen Ärzten und rechts können sehen. Leute, ich lasse es für den Anfang erstmal an, dass man die ganzen Sachen sehen kann, dann kann ich zwischendurch ja später mal ausmachen. Hier ist auch Sapphire, was wahrscheinlich auch nicht schlecht. Hier ist Kohle, ich baue mal ein bisschen Kohle ab. Okay. Aber das ist sowieso eigentlich deine Höhle natürlich, ich bin jetzt hier gerade nur für die Basic-Sachen sozusagen. So, ich habe hier mal den Ofen, ich stelle den mal dahin, dann können wir da mal... Ich mach mal das Essen rein, wenn du eine Kohle reinlegst. Oder wenn ich eine Kohle reinleg, dann können wir das braten. Dann geht das jetzt mal direkt los. Wow. Nichts passiert. Okay. Und darunter ist auch ein interessantes Ohr, das ist nämlich... Nee, ist Zinn, aber Zinn brauchen wir auch häufig. Ja, Zinn ist für die ganzen Geräte ziemlich wichtig dann später, glaube ich. Ja, aber muss ich gar nicht hier abbauen, Leute, das lassen wir mal hier alles da. In wenig Höhle, wir gehen jetzt gleich in die Farming-Welt, wo sozusagen alles, genau. Alles eigentlich macht. Nur, dass wir halt ein bisschen Essen haben für dort. Ich meine, wir werden dort wahrscheinlich auch Tiere finden, aber wenn die halt direkt vor der Haustür stehen, würde ich die gleich mitnehmen. Ja. Ist es sinnvoll, vielleicht schon mal, Wertesquarz, Zink, ist es vielleicht sinnvoll, dass wir schon mal ein bisschen Eisen abbauen, dass wir uns alle so ein bisschen, dass wir beide uns ein bisschen Eisen geben? Ja, ich habe tatsächlich schon den zweiten Ofen mit Eisen befüllt, sehr gut. Was ich da gefunden habe. Wenn wir noch ein bisschen mehr finden, wäre es natürlich super. Ja, hier ist noch ein Eisen, ein paar mehr. Das ist Sapphire, direkt hier oben. Ja. Gibt einiges. Oh, und es gibt auch wieder diese leuchtenden Steine. Eher ein Few Stone von Thorncraft, genau, ja. Ja, genau. Also Magie kann man hier auch machen im Modpack. Aber ich würde sagen, wir konzentrieren uns für den Anfang vielleicht ein bisschen auf Mechanic oder so? Ja, ich bin sowieso der technikinspirierte Mensch. So Magie
Ist zwar ganz interessant, aber ich mag die Technik-Sachen viel mehr. Ich habe auch mega Bock wie Megaprojekt. Mega Bock wegen Megaprojekt. wieder was ordentlich, so richtig geil, was mit Technik zu machen auf jeden Fall. Also es gibt auch, Leute. Also ich will ja nichts sagen, aber es gibt ja auch. Es gibt es ja auch hier. Und das macht man so mit, okay. Das ist ein bisschen teuer, aber das könnte man auf jeden Fall mit der Zeit hinbekommen, Leute. Und ich rate, du zeigst gerade die Nukes her. Nein. Falsch. Das würde ich doch nicht machen. Aber vielleicht, Leute, mal schauen wir mal auf jeden Fall. Also, mein Eisen tue ich hier natürlich auch noch mal rein. 4 Fleisch haben wir bisher. Nur soll ich noch mehr Fleisch irgendwie holen? Hast oder? Du noch was drinnen? Oder hast du... Ich kann noch mal raufschauen, weil ich habe jetzt schon ein bisschen was. Dann mach du mal das Eisen fertig und dann kommst du auch rauf und dann gehen wir zur Farmwelt, würde ich sagen, oder? Ja, das hört sich gut an. Ich glaube, das Eisen ist auch schon fast fertig. Hier, 8 Eisen sind schon fertig. Soll ich hier schon was craften damit oder hast du schon? Ich habe noch gar nichts. Also, was wollen wir uns machen, ist die Frage. Pickaxes, dann können wir mehr abbauen. Oder Rüstung. Ja, aber ich glaube, wir sind eigentlich relativ safe. Rüstung ist ein bisschen teuer, würde ich sagen. Lass uns einfach beide ein Schwert vielleicht 2 Pickaxe machen, wenn wir genug haben. Ich glaube, dann wird's. Wir werden dann später noch was finden, aber das war halt für den Anfang alles haben, ne? Genau. So, dann craften wir mal kurz. So, ich habe mir ein paar Schweine geholt gerade. 2 Pickaxes. Und dann können wir noch 2 Schwerter machen. Und dann ist auch schon alles weg, aber ein bisschen was craftet. Brennt ja gerade noch. Gucken, ob noch mehr rauskommt. Noch 2. Ja, können wir auch erstmal so behalten. Können ja überall craften, daran wird es ja nicht scheitern. Dann mache ich mir nochmal Fackeln. Das finde ich auch immer wichtig, dass man davon ein bisschen was hat. So, ich habe jetzt noch einige Schweine geholt. Also ich habe jetzt noch 11 Fleisch und ich habe hier noch ein paar. Also das sollte, glaube ich, von Anfang auf jeden Fall reichen. Oh, ich wurde vergiftet von irgendeiner Blume, über die ich drüber gelaufen bin. Ja, das habe ich auch schon, das ist mir auch schon passiert, als wir die Anmoderation aufgenommen haben. Und da auf einmal vergiftet wurde. Okay, so, dann ist jetzt alles hier drin. Mein Inventar ist einfach schon voll. Kann ich noch irgendwas essen? Zieh ich mal weg hier. Den einen Stickel sehen kann ich auch easy wiederholen. Bodenpack exploited. Gut, dann, wollen wir uns bei der Arena treffen einfach? Weil ich bin jetzt schon ein bisschen weiter weggelaufen. Achso, du bist schon zum Portal gegangen? Wollen wir uns am Eingang treffen von der Arena? Da bin ich nämlich auch schon fast. Können wir machen, ja. Ich mache mich mal auf den Weg dorthin. Ich habe jetzt noch einiges an Essen, also das sollte auf jeden Fall reichen. Jetzt muss ich nur bis zur Arena laufen. Wo war der Berg, wo wir uns vor der Arena getroffen haben? Weil da war noch Kuchen drauf. Und hätte ich dich heute erwartet, hätte ich Kuchen da. Und dann würde ich mir den einmal ganz schnell nochmal reinballern, weil ich habe. Stimmt, es gibt ja noch da oben Kuchen. Das ist natürlich, das können wir noch ausnutzen, ne? Ja, dann nochmal einmal kurz voll fressen und dann mit vollem Magen gut gesättigt gehen wir in die Farming-Welt und holen wir uns mal Guck mal, Zeug. Jetzt treffen wir uns hier oben. Ja, perfekt. Mahlzeit. So, da ist so wenig Leute. Ich freue mich voll darauf, dass wir so eine gemeinsame Stadt eben hier alle zusammen erbauen mit den ganzen Grundstücken. Alle Teilnehmer sind unten in der Beschreibung verlinkt. Eine Sturmwaffel ist unter anderem auch in meiner Nähe. Revi ist Gott sei Dank nicht ganz so nah bei mir. Und Zander ist dabei, Skate ist dabei. Also das wird auf jeden Fall cool, glaube ich. Ich freue mich auch drauf. Und hier ist irgendwas abgestürzt. Das gehört auch noch zur Arena. Ah, okay. Aber da ist dann schon der Eingang. Also hier kommen wir dann rein. Okay. Auf der Seite. Und hier in der Arena. Also ich bin auch mal gespannt, wie das dann wird mit diesen PvP-Turnieren, wo dann eben am Lucky Block sozusagen rauskommen. Der Gewinner oder keine Ahnung, vielleicht noch als Zweitplatzierter irgendwie so eine Art. Bekommen dann auf jeden Fall ein paar Sachen. Genau. Wo war der Eingang? War da hier rechts. Guck. Was ist das denn hier? Irgendwas abgestürzt, also richtig? Ja, da ist ein Schiff in die Arena reingeflogen. Ah, bist du wieder vorbeigelaufen, oder? Ja, man bekommt den Speedboost. Ja, hier. Das ist voll cool. Ah, so. In der Arena hat man einen Speedboost und hier ist Elevator, also ein Fahrstuhl, da muss man dann Shift drücken, genau, ja. Und dann kommt man eine Etage runter. Und das ist das Portal, ne, also die in die Farmwelt praktisch. Ja. Yeah. Da gibt's halt so einen Block dafür, den kann man sich dann später auch selbst machen, da kannst du dir eigene Portale erstellen und sowas, aber das ist halt mega teuer, so. Aber da können wir auf den Farmbereich gehen und dann haben wir das Portal, ne? Gehen wir rein? Ah, das ist mit Technik gemacht alles, das genau, sozusagen mit Strom und sowas, alles krass. Okay, das heißt hier geht's rein in die Farming-Welt. Das ist immer nur ganz kurz da, müssen wir wieder anmachen. Jetzt ist wieder da und rein. Ja, bei mir hat's geklappt, ich bin da. So, jetzt sind wir halt 10.000 Blöcke weit weg, ne, von der Stadt. Ah, okay, ja, man sieht es rechts, Leute, seht ihr vielleicht, ich glaube, man kann es auf YouTube noch lesen, auf höchsten Auflösung zumindest. Und wie kommen wir zurück, weil es ist ausgegangen? Hier ist auch wieder so ein Ding zum Einschalten. Oh, mein Minecraft ist komplett abgestürzt. Echt? Einfach. Ja, als ich zurückgegangen bin in das Portal. Egal, dann starte ich hier schnell, Leute, sehen wir uns direkt wieder. Und, na? Läuft's wieder? Schon? Lebst du? Ich glaube ja. Es dauert nur lange, hier rauf zu joinen immer. Ja, der Anfangs-Join, das Laden dauert immer ewig. Und ich glaube, ich bin wieder da. Ah, willkommen zurück. Aber, danke. So, Leute, da sind Vino und ich wieder.
In der Farming-Welt. Wir sind die Ersten jetzt hier überhaupt von allen wahrscheinlich, die in der Farming-Welt sind. Ich glaube schon, Kev ist noch online, aber ich glaube nicht, dass der hierher gegangen ist. Also. Ja. Da vorne sind Ressourcen, die auf dem Boden liegen. Das sind diese Gravel-Ores, ne? Genau. Ja, da bräuchten wir eine Schaufel. Aber es ist halt doch nur Aluminium, also das ist gar nicht wert eigentlich, denke ich. Okay. Ja, aber es gibt es auch von Iron und so, glaube ich, ne? Genau, ja. Gibt es auch von Dias sogar, glaube ich. Aber ich glaube, am effektivsten wäre es, wenn wir uns erstmal eine Höhle suchen. Unser Essen. Hey, ich habe schon wieder gar keinen Hunger mehr. Das ist irgendwie wie krass. Ja, ich habe doch komplett mich mit Kuchen vollgefressen. War alles weg. Echt? Ich habe noch einen Ofen und ich habe jetzt noch 27 Fleisch. Also wenn wir das irgendwo braten. Gut. Hast du den Ofen mitgenommen oder haben wir den da stehen lassen? Nee, ich habe den da stehen lassen. Okay, dann habe ich den später dann für mein Haus. Gut. Ja. Aber wir müssen halt hier eine Höhle oder sowas finden. Das halt ja, was. Irgendwas möglichst nah hier. Oh, guck mal da vorne. Also das ist Wasser. Ich dachte gerade, was ist das für eine blaue Flüssigkeit? Schlucht oder so wäre natürlich auch noch gut. Genau. Ah, da vorne ist ein Dorf. Ja, was? Echt? Ja. Einfach krass, hier in die Richtung. Okay. Lass direkt mal auschecken. Ja. Sehr schön. Vielleicht haben die eine Schmiede. Das wäre nice. Das wär echt und hier nice. Ist auch gut für Zuckerrohr. Stimmt, genau. Zuckerrohr brauchen wir sowieso auch. Das war. Ja. Ja, wir sind halt sicher die Ersten, die in dieses Dorf rangehen, ne? Ja. Vielleicht gibt es ja auch coole Villager, die irgendwie so Zeug traden. Bücher können wir dann mitnehmen. Es gibt eine Schmiede. Oh, nice. Jetzt bin ich gespannt. Hier gibt es auch direkt Öfen, ne? Da können wir jetzt eigentlich das Fleisch auch sofort braten. Es ist drinnen eine Pickaxe, Flippers, ein Helm, ja, gönn dir alles. Ja, die Pickaxe nehme ich mir. Warte, ich kann auch wieder was reintun. Was sind Flippers überhaupt? Ja, das sind irgendwelche Schuhe. Ich weiß aber gar nicht, was man damit machen kann. Aber ich kenne die. Die gibt es in jedem Modpack, aber ich habe noch nie was damit gemacht, glaube ich. Oh, ich habe sogar einen Helm. Du kannst auch was von haben. Wir sollten das teilen. Das ist ja unfair, wenn ich alles nehme. Gerne, ja. Was hast du denn noch übrig? Also, einen Helm kann ich hier aufziehen. Was ist denn das für ein Helm? Den kenne ich gar nicht. Tough Alloy Helm mit Durability 5. Tough Alloy? 550. Ich weiß nicht, wie gut das ist. Achso, das ist auch Dings ist nur die Haltbarkeit. Das ist von Nuclear Craft, habe ich gerade nachgeschaut. Oh mein Gott, wie man den craften muss. Dafür brauchst du nicht irgendwie 5 Ingots, wie normal, sondern dafür brauchst du 12. Und das musst du in einem Heavy-Duty-Workspace machen, anstatt in der Workbench. Ach. Okay, dann lass ich den hier mal angezogen. Ich glaube, der ist gut. Du brauchst hier Romulan Ale, bekommst du hier mal. Okay. Meta Overdrive, ja. Redstone Alloy gebe ich dir auch einfach mal. Und das war auch schon fast alles, was drin war, glaube ich. Ansonsten habe ich noch die Flippers halt. Die probiere ich mal aus. Aber mit denen kann man nichts Besonderes machen. Ich glaube, ne? Das sind einfach ganz normale Schuhe. Bin mir da nicht sicher, aber ganz normale Schuhe, glaube ich. Oh Mann, ich dachte, vielleicht kann ich schwimmen damit. Ne, es wird wahrscheinlich dabei stehen, ne? Flippers! Wäre interessant, wenn das gehen würde. Aber nee. Ja, ne? Bin ich schneller unter Wasser? Doch, du bist schneller, auf jeden Fall, ja. Ja, nice! Cool. Mann, ich bin Flipper! Sehr schön. Also, man ist nicht übertrieben schnell, aber schon ziemlich schnell. Nice. Es wird schon wieder Nacht, ne? Wollen wir dann die Folge beenden und nächste Folge mal auf Höhlungsentdeckungstour gehen? Das ist eine gute Idee, Leute. Das war's damit also von der ersten Folge von Minecraft Novus. Seid mal gespannt auf das Projekt. Ihr habt ja noch gar nichts. Ihr habt noch nicht so viel jetzt gesehen, sozusagen, heute, was hier passiert. Deswegen seid mal gespannt, was in den nächsten Wochen passiert, wie sich das alles entwickeln wird. Dann werden wir sozusagen alle Häuser bauen und so weiter. Die riesigen Maschinen werden wir bauen. Vielleicht einen Atomreaktor, vielleicht. Keine Ahnung was. Mace Raid und sowas gibt's alles wieder. Industrial Craft ist eben dabei. Mechanism ist dabei. Wenn ihr Tipps habt für die ganzen Mods, dann schreibt uns die gerne unten rein in die Kommentare. Und ansonsten sehen wir uns morgen wieder, weil jetzt kommt täglich Minecraft Novus. Checkt's auch auf jeden Fall bei Veni ab. Link zu ihm ist in der Beschreibung, genauso wie zu allen anderen Teilnehmern. Sehen bei mir. Na, warst du das, ne? Haut rein. Ciao.